Und damit herzlich willkommen zurück zu League of Kiddies. Warum League of Kiddies? Schaut euch mein Team an, überlegt, was falsch ist und versteht. Also wir haben jetzt einen Heimerdinger in der Mitte, das bin ich. Wir haben einen Yasuo, einen Riven und einen Tryndamere auf der Top und einen Wukong im Jungle. What the fuck, voll falsch mit den Leuten, ey, das ist so krass. Ich habe keine Ahnung, was die für Probleme haben. Aber es ist echt mega krass, was hier gerade abgeht, ey. Da konnten sich echt nicht einigen, wer ADC geht. Tryndamere hatte gerade eben noch Jinx genommen, wollte aber dann doch nicht mehr, weil er keinen Supporter bekommen hat und ist dann Tryndamere gegangen. Und da dachte ich mir gerade echt so, dein Ernst? Und ja, anscheinend schon. Und darum werde ich jetzt wahrscheinlich auf die Bots switchen und... Ach du Scheiße, ey, ohne Mist. Also... Wer so ein... Weiß nicht. Also ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach dumm. Mega dumm. Oder ich bleibe auf der Top mit. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wirklich. Naja, ich wollte auf jeden Fall, wollte ich mit Heimer ein Game aufnehmen, da ich ja mein legendäres Game mit Heimer, wenn ich Wolke demnächst mal spiele, der wird euch das bestimmt noch unter die Nase reiben, dass ich das gelöscht habe. Wir hatten ein legendäres Game mit Heimer, was über eine Stunde ging. Indem ich wirklich das gesamte Spiel mit Heimerdinger gecarried habe. Obwohl keiner glauben will, dass Heimerdinger so gut ist, aber es hat wirklich mega Fun gemacht. Und ja. Achtung, Entropie, ein nie endender Kreislauf. Das ist dann halt gelöscht gegangen. Wär's top. I Willkommen in der Kluft der Beschwörer. Lol, ich merke gerade, dass... Ah, ich hoffe, das war vorhin nicht so. Oh. Ich sehe gerade, warum das so ist. Ich habe nämlich mein Kabel unter meinem Stuhl eingeklemmt. Ein Schritt näher am wahren Wissen. Ja, das hat meinem Geschütze ziemlich absolut keinen Schaden gemacht, aber okay. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Vasallen. Ich stelle mich mal davor. Ja genau, was tust du da jetzt gerade? Nicht die Kenntnis, so wie es aussieht. Lol. Lol. Lol, er hat mich gekillt. Wie verwirrend. Seit wann sind Lesins auf der Mitte? Alter. Fängt mal mega gut an, der Sinn hat mich gekillt, geht jetzt bestimmt back, holt sich ein schönes Item. Und ich heimer mich hier zu Tode. Ich bin jetzt schon begeistert von dem Spiel. Riven ist AFK oder was? Wo ist Riven? Ernsthaft, die ist unten. Hab ich den Tridimilium-Obulator angelassen? So, ich hoffe, ich komme auf Level 2, bevor der weg ist. Wäre sehr nice. Aber ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. So. Dann spiele ich erstmal defensiv, bis ich meinen Nachteil wieder aufgeholt habe. Ich hoffe, was hat er sich denn gekauft? Er hat sich gar nichts gekauft, sehe ich gerade. Er ist einfach nur stehen geblieben. So. Dann komm mal her. Versuch das nochmal, was du gerade gemacht hast. Nicht annähernd genügend Variablen. Versuch das einfach nochmal. Ja, komm einfach her. Einfach her. Der hat keine Chance. Das ist ein... Ja, komm einfach her, das passt schon. Einfach herkommen. Ja, das gefällt ihm jetzt nicht mehr, so habe ich so das Gefühl. Kann zwar auch täuschen, das Gefühl. So, da muss er sich rausflashen, damit er das noch überlebt. Wenn er mir jetzt einmal zu nahe kommt, dann war es das für ihn. Versetze meinen Tower mal ein Stück nach vorne.
habe ihn wieder getroffen. Sein Drang hat, was kann er sich dann mehr oder weniger abschmatzen. So. Jetzt habe ich kein Mana mehr, aber das ist auch okay. Komm ruhig rein hier, das ist sehr gemütlich hier drinne, glaub mir. Macht eine ganze Menge Spaß. So, ich werde das Geschütz jetzt erstmal hier rüber buxieren, weil ich mein Geschütz wieder frei habe. So. Und er hat es wieder nicht geschafft. Da kommt Diana. Ach, er war nur Ablenkung. Alles klar. Diana war AFK wahrscheinlich. So. Aufpassen, dass die hier mein Geschütz nicht kaputt machen. Da hat er den falsch attackiert. So. Schutzbrillen auf. Komm ruhig her. Komm ruhig her, attackier mich ruhig. So, dann noch ein Schutz kaputt gemacht, aber auch kein Problem. Wir stellen einfach wieder eins auf und dann ist das auch vorbei. Ich hätte am Leipzig auf der Mitte. Geht die Diana Jungle? Ja, die Diana ist Jungle. Lol. Talente entdecken Lösungen. Genies entdecken Probleme. So, da habe ich ihn. Wieder ein wenig transaliert. Wir sind halt was für ein Farm? 24, ich habe 26. Es steigt. So. Da kommt Diana. Wäre lustig, wenn sie jetzt reinhaut. Wenn sie jetzt auf die Idee kommt, hier rein. Oh, das kann echt nicht sein, ey. Lass mich das reparieren. Ja, was ist? Ich glaube, das wird mein Tod jetzt, ne? Oder auch nicht. So. Dann fahre ich immer noch einen Ast ab hier. Wunderbar effizient. Wukong hilft mir kurz, das ist wunderschön. Ein Verbündeter wurde getötet. Dann habe ich hier nicht so viele Probleme. So. Ich könnte das. Ich weiß gar nicht, Diana springt glaube ich vor, mich zu killen hier. Glaube ich, üppiges Killverhalten? Das ist üppig. Aua. Das tat jetzt aber weh. So, dann gehen wir mal weg. Damit wir unsere Ulti gleich sehr gut einsetzen können. Einen Gegner getötet. So, dann gehen wir mal. Tschüss, wir sind. War schön, eine Bekanntschaft nicht gemacht zu haben. Wir sind jetzt unsere Türme alle kaputt gemacht. Wir kriegen aber mittlerweile, glaube ich, zwei schon. Holen uns jetzt ganz kurz Rabadons. Dann holen wir uns zweimal das hier, da ja der Lösung AD ist. Und dann kann er auch gerne mal versuchen und er macht 109 Schaden, das heißt mit unserem momentanen Rüstung macht er eigentlich gar keinen Schaden mehr. Ein Verbündeter wurde getötet. Wie hypothetisiert,
Da-da-da-da. Ja, komm ruhig her. Welch minderwertiges Design. Komm ruhig zu mir, Lizin. Komm ruhig her. Ich habe halt gemerkt, dass er kaum Schaden macht. So. Na, Lizin. Und da stirbt er wieder, weil er meint, sich wieder einen Heimer anlegen zu können. Tja, das sollte man halt nicht überschätzen, ne? Don't take toxic little boys. So, dankeschön. Ich kann auch defensiv spielen, das ist auch kein Problem. Aber ich mag das offensive Spiel mit Heimer, die war sehr dolle. Ich hoffe, der Lizin kommt nicht rechtzeitig so schnell zurück. Oh, die müssen ja schon ganz schön lange warten. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Ich spiele schon so lange? 10 Minuten spielen wir erst. Kleiner als ein Diagramm. 20 Sekunden zu meinem Heal. Der Lizin probiert euch alles. Um hier irgendwas zu reißen. Aber es würde nicht viel bringen, da ich momentan halt eine mega Rüstung gegen ihn habe. Ja, komm ruhig rein. Komm ruhig rein, passt schon. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein hängender Kreislauf. So. Ich gebe jetzt mal nicht die Chance, mich zu hitten. Verbündeter wurde getötet. Wenn er da reinspringt, ist er tot. Ja, da hat er mich getroffen. Da hat er gar nichts getroffen. Und langsam kommen meine Geschütze immer schneller zurecht. Also lange wird er nicht mehr Zeit haben, da irgendwas auszurichten. Ich bin mittlerweile 2 Level über ihm. Er versucht da ständig meine Geschütze irgendwie zu attackieren. Bringt ihn aber nichts. Hab da wieder mich getroffen. Nein, oh mein Gott, der Tower hat mich gehittet. So. Was ist jetzt los? Hellesin, was ist los? Traust du dich oder traust du dich nicht? Stirbt er? Ich hab ihn doch gekillt. Oh mein Gott. Ja, dann würde ich sagen, nehme ich mal ein paar Healpots mit, noch ein paar Mana-Pots mit. Ja, das sollte eigentlich reichen fürs erste. Denke ich mir mal beides, obwohl ich schnimmel. Einfach mal die maximale Anzahl mit. Ich denke mal, hier potenziell nicht mehr brauchen als Mana-Pots. Toplane sieht nicht ganz so gut aus. Ah, da kommt Wukong gerade, um zu helfen. Tis Wukong. Wukong hat 1-1-0. Ja, okay, gut, der Gang war natürlich alles andere als cool. So. Ernsthaft? So, ja, ernst? Okay, dann wollen wir mal... Der Gegner hat einen Turm zerstört. Verbündeter wurde getötet.
Dankeschön. Doppeltötung. Nach meinen Berechnungen. Ich bin ein kleiner Hammer. Ich habe Heimerweile. Faszinierend, nicht wahr? So, ich weiß nicht, ob er ihn noch killt. Ein Gegner wurde getötet. Ja, tut er. Und da geht der Tower jetzt vielleicht sogar noch drauf. Moment, ja doch, der geht drauf. Euer Team hat einen Turm zerstört. Ein Verbündeter wurde getötet. So. Take that, Tourette. Ja, Tourette habe ich nicht, also... Ich muss mich ja nicht beleidigen lassen von dir, ne? So. Ich kaputt gegen kleines Geschütz. Steh wieder auf. Ja, toll. So. Da ist das dritte jetzt auch wieder da. Take that Tourette. Ich hab doch keinen Tourette. Warum sagt er, ich hätte Tourette? So. Zurück ans Zeichenbrett. Jetzt kommt Nidalee noch dazu. Ich glaube, die kommen gleich alle auf eine Lane. Tötet den Heimer. Tötet endlich den Heimer. Bitte tut es. Talente, der Gegner hat einen Turm zerstört. Jedi. Riffen kommt auch hoch gerade. Jedi, dadam, dadam, dadadadi. Darum verschanze ich mich gerade mal ein bisschen hier. Hab ich den Tridimino-Robulator angelassen? Ich möchte hier nicht sterben, weil wenn ich jetzt sterbe, dann kriegen die Gegner 500 Gold extra. Wenn ich mit ihnen fertig bin, dann tue ich mein Bestes, um gerade nicht zu sterben. So. Schön stehen bleiben, Kleines. Schön stehen bleiben. Sollten aus. Erster Kill. Zweiter Kill. Sehr schön. So möchte ich das sehen. Jetzt will ich im Nachhinein sterben. Der Sinn versucht zu farmen. Wie verwirrend. La 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 la. Da 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 da. Das ist Diana. Und da ist Riven, oh mein Gott. Oh mein Gott, Hilfe, oh mein Gott. Lol, 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 schade. Schade, schade, schade. Aber auch das ist kein Problem, weil beim nächsten Mal habe ich das hier. Dann halte ich noch ein bisschen länger durch. Und dann hole ich mir jetzt noch das da. Um noch mehr Leben zu haben. So, ich habe 11-3. Ich habe fast alle Kills vom Team gemacht. Zudem wird langsam der Wukong gefeedet. Ja, so hingegen ist die reinste Katastrophe. Was aber schon irgendwie klar war, als ich gesehen habe, wie er im Chat rumgespammt hat. Ihr kriegt doch wohl da haben wir zwei Riffens. Ach, der Gegner hat auch eine Riffen. Ich glaube, da muss ich helfen. Ich könnte das besser. Ja, ich glaube, da muss ich helfen. Komm, wir sind, geht rein. Komm schon. Und...
Gegner wurde getötet. Ein Gegner verfällt im Blut. Ach, ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ich hab mich die ganze Zeit gewundert, warum die Ulti nicht aktiviert. Ich habe auf E gedrückt statt auf R. Das Schöne ist, wenn man sieht richtig, wenn ich sterbe, dass da nichts mehr zustande kommt. Der Turm fällt jetzt. Der Such ist irgendwo oben drin, wenn man erst da unten Toplane fällt. Also da ist wirklich könnenmäßig nichts vorhanden. Gar nichts. So, da oben, ja. Die Caitlyn ist gefeedet, ja, die Riven ist gefeedet, also ziemlich jeder ist gefeedet. Ich frag mich, wie der Lee Sin gefeedet werden konnte, nachdem er so eine Score gegen mich hatte, aber anscheinend, oh. Der erste ist ja wirklich trottelig. Da hat er jetzt einen Kill bekommen. Ein Verbündeter. Die meisten Probleme entstehen bei ihrer Lösung. So. Ich stelle mich mal wieder mitten ins Geschehen. Nach meinen Berechnungen. Der süße Geruch der Wissenschaft. Euer Team. Ich muss mich mal vorstellen, ich schenke ihm drei Leute und krieg sogar noch einen Kill dabei. Dann kommt der Wukong und macht den anderen Kill. Und Riven stirbt fast. So, jetzt werden sie noch mehr Probleme haben, mich zu killen. Wäre schön, wenn ihr den Tower da macht. Trunda rennt sinnlos durch die Gegend. Trunda. Ja, okay, gut. Der hat bewiesen, dass Trunda auf der Top-Botlane das Dümmste ist, was man jemals im Leben machen kann. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein nie endender Kampf. Da ist wieder einer gestorben. Oder? So, jetzt habe ich meinen Heal. Gleich habe ich wieder meinen Sonjas. Meine Geschütze stehen auch gleich. Ulti 20 Sekunden. Und dann kann er ganz Spaß von vorne losgehen. Die Midlane fällt auf jeden Fall nicht, egal was das andere Team macht. Das ist mir vollkommen egal. Midlane bleibt stehen. Wenn ich mir das da oben anschaue, dann denke ich mir, what the fuck ist dein Problem? Und dann mache ich das hier als Ausgleich. Ein Verbündeter wurde getötet. No, you are a noob. Kommt bestimmt sowas wie irgendwas. Ich weiß gar nicht, wissen, was da gleich zurückkommt. Bestimmt irgendwas, das nicht auf YouTube gehört. No. Achso, ich hab einfach nur Notfall. La 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 la. Wukong ist gut. Ich stimme zu. Mal abgesehen davon, Wukong ist der einzigste hier, der was drauf hat. Ach, ich will es gar nicht wissen. Das ist ein Ding machen, wenn er meint, dass er... Schimchen. Nein! Hilfe! Lass mich, bitte! Was machen die Leute schon wieder? Beim Teamfight sind wir eigentlich so unschlagbar. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Ein Schritt näher am Wagen. Boom. Mimi. Na, was ist Schnecke? Lust auf ein Rendezvous mit Heimer? Oder stehst du nicht so auf die Intelligenten? So, ich
Ich tue mich aber mal langsam voranbauen. So. Ich komme näher. Das ist voll funny mit Alber. Bomben. Ich habe einen Traum. Er handelt von vielen Frauen und einer Menge Geschützen, die ich muss beschützen. Ich hoffe, das wird jetzt hier was. Ich glaube nicht. Das geht voll nach hinten los. Nee, das könnte sogar was werden. Könnte auch mein Tod sein. Je nachdem. Autsch, ja, das ist mein Tod. Schade eigentlich. Das Bier. Okay, gut. Magie-Durchdringungsschuhe wären vielleicht auch ganz cool. Für noch more Damage. More of this Damage. Denn Damage ist auch Damage. Und wer Damage das Game, der Damage das Game und... Brains. Das Schöne ist, ich habe glaube ich keinen einzigen Minion gelassen. Und guck mal meinen Farm an. Einmal ist so chillig ohne Mist. We must kill Riven, then the others. Oh, ich wollte gerade sagen, sagt ja June. Ah, er stirbt wirklich. Okay, da kommt jetzt unsere Riven hoch. Macht irgendwie Mist. Ich hoffe mal, ich kann es ihm verteidigen, indem ich Geschütze aufstelle. Rechtzeitig. Ich liebe ein gutes Rätsel. Aber ich glaube er nicht. Was? Zum Teufel machen die da? Auf zum Fortschritt! Leute, ein Freakill! Dom, dom, dom. I dominate this game! Hast du Kill gemacht? Nö. Aber ja, Kill gemacht. Er hat doch hoffentlich Ulti, oder? Was zum Teufel macht der Typ? Der Gegner verfällt im Blutrausch. Das... Da rennt er dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin, dann dahin. Wo ist der Sinn davon? Ah, da oben. Das schaffen sie nicht. Ich habe das Gefühl, dass sie das nicht schaffen. Oh. Gefühle können täuschen. Auch in der Liebe. Was? Was? Keine Ahnung. So, ich habe keine Ahnung, was ich mir kaufen soll. Ich kaufe mir more AP. Noch mehr AP. Meine 13 zu 7 Score ist langsam echt schlecht. Ich hatte vorhin eine 11 zu 4, glaube ich, eine 11 zu 2 oder so. 11 zu 2, 11 zu 4, ich habe keine Ahnung. Müsste ich dann nachher nachschauen. Ich glaube, ich überschätze mittlerweile den Feed meines... Ich überschätze den Feed meines Kameramann ein wenig. Plötzlich wäre es, wenn er da reinjumpt. Übelst wenig Leben und dann dabei stirbt. Merp, merp. Ich bin ein Heimer, merp. Ich habe Heimerweh. Hast auch du Heimerweh? Lol, ernsthaft?
Ihr wurdet getötet. Und Tryndamere steht unten auf der Bot und farmt Minions. Man sieht, dieses Spiel grenzt einfach an Intelligenz, Massentierhaltung und einer Menge McDonald's-Werbung. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf diese Dinge komme, aber es erinnert mich irgendwie an diesen Spielstil der Leute hier. Da wird nun unser Tower fallen, Tryndamere ist mit dem Drachen beschäftigt, was auch sonst. Wäre ja auch komisch, wenn Tryndamere etwas Sinnvolles machen würde. Er holt sich über den Drachen und wartet darauf, dass sämtliche Tower fallen. Da haben wir nochmal Glück gehabt, da kommt nämlich unser Team und tut Tryndamere wieder ein wenig ausgleichen. Allerdings wird das jetzt wahrscheinlich ein totales Desaster werden, wenn ich mir das so anschaue. Jupp, da sterben gleich zwei Leute. Wo kommt tot? Da habe ich einen Kill gemacht, das war's dann aber auch schon. Mehr konnte ich da jetzt auch nicht machen. Da kommt Tryndamere, stirbt fast beim Reinlaufen. Da kommt der Zoo. Versucht es wahrscheinlich alleine reinzugehen, die drei Leute. Jetzt, da geht er auf Nidalee los und gibt ihm 5 Sekunden. Okay, jetzt gebe ich ihm 10 Sekunden. So kommentiert man übrigens Spiele. Wollte ich nur angemerkt haben. So, da würde ich sagen, ich gehe jetzt auf den Stab. Das ist doch mal ein mega geiles Item für Massenkämpfe. Verringert die Magieresistenz von Gegnern in der Nähe um 20%. Terminiert. Und die kaufen sich doch 100% die Magieresistenz, oder? Der hat sich was gekauft. Nö, haben sie nicht. Die kaufen sich gar keine Magieresistenz. Die haben gar keine Angst vor mir. Was soll denn das? Mit der Rakete, das finde ich cool bei Hammer. So. Heimer tritt in das Spiel ein. 42. Die Zahl hat etwas Besonderes. Die Dame hier hat sich anscheinend zurückgeportet. So, die sterben wir nochmal hier ganz kurz. Ein Gegner wurde getötet. Da. Ich pushe aber mal jetzt die Bot durch. Aber mit 2 Linien und das Spiel ist auf jeden Fall ein Sieg. Euer Team hat einen Inhibitor zerstört. So. Euer Team hat einen Turm zerstört. Der Tower ist unser. Hä? Lol. Mein Turner hat sich gar nicht aktiviert. Der stirbt. Jämmerlich. Yep. Ich habe meinen Turner nicht aktivieren können. Das war jetzt doof. Close. You are bad. Stay in my turrets for massive effective. Ja, ich würde sagen, also in einem, ich könnte hier locker mit Heimer und Penta landen. Ja, wenn ich mit meiner W-Ulti einmal so in den Gegnerhorde reinkrache, dann wird er, glaube ich, ouch. Da ist der Riffenstub. Hä? Ah, jetzt. Ihr habt
einen Gegner getötet. Lol. Ein Verbündeter wurde getötet. Autsch. Gegnerische Gruppentötung. Wie viel Schaden mein Geschütz an der Kirche da immer auch macht. Aber okay. Da habe ich jetzt mein Mobilonikon, das heißt, ich habe meine Ulti noch öfter. Ich habe meine Ulti jetzt alle 53 Sekunden. Raid Team, Yasuo, Raid... Hä, was ist Yasuo? Ja, das ist... Yasuos sind irgendwie... Man kann bei manchen Leuten, kann man richtig so die Eigenschaft einwirken. K6 zum Beispiel. Ich habe... Wenn man mit K6 spielt, kann man sich darauf gefasst machen. Man kriegt keine vernünftigen Ganks. Die Leute sind nur am Farmen. Das sind absolute Assis meistens, wer mit K6 spielt. Ich möchte jetzt hier keinen verurteilen, aber ich ernsthaft, jedes Mal, ich mit K6 spiele, sind das übelste Assis, die rumflamen, heulen, meinen, wie gut sie doch sind, weil sie K6 spielen können. Mal abgesehen davon, dass K6 absolut keine keinen Skill braucht, aber okay. Ja, so ungefähr läuft es ab, wenn ich mit K6 Leuten spiele. So, und die stirbt da jetzt mal einen freudigen Tod. Getötet. So. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner verfällt im Blutrauschen. Und jetzt gehen wir da runter und zünden die Ulti. Dann sterben die nächsten Leute. Lalalala. Ich zerstöre meine Geschütze einfach so. Glaubst du nicht? Also wenn das Verfolgungskampf wird, dann wird das sehr schlecht ausgehen. Es sei denn, dass du dich versuchst, ihn vor und killt, Alter. So. Ja, okay, nur was ist Dragon aus. Was war das denn jetzt? Also den Dragon zu holen und dafür zu sterben und dann nicht mehr die... Es wenn er die Sicherheit gehabt hätte, doch einen Krieg dann ja auch so. Naja. Gut, dann holen wir das Ding auch noch. Ich stimme zu. Ich schon einfach mal ab hier ein bisschen. So. Und dann gehen wir mal hier rein. Jump, 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 jump. Es war einmal ein Heimat. Er hatte sehr viel Spaß. Er killte alle Gegner und gab dabei viel Gas. Ey, der hat mich gerade gekillt. Das finde ich jetzt absolut nicht so zäh von ihm. Okay, wir haben hier gerade mit Baron alles verloren. Das war jetzt uncool. Das Baron, du. Ja, irgendwie hat sie recht. Das war jetzt mega dumm von uns. Ja, vom Gegner ist nämlich tot. Feier Leben noch, okay. Ja, mal wesentlich... Ich finde, die haben mehr Damage. Rip Nashor. Okay, Amen. Maxim Dark, Alter. Deutsch anscheinend. Wäre jetzt übrigens Zeit dafür, dass einer von uns mal wieder... Der Gegner hat einen Team zerstört. Hallo? Kate? Ah, das ist ja gerade unser Team und wir sind da. Heimer, 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 Heimer. Heimer. Stopp, ihr beschädigt meine Kürbel! Heimer, 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 Heimer. Hör mal, wer da heimert. So, sind wir dazu? Riven 08. Ah, oh, guck mal, da ist.
Ulti nehme ich für den Typen nicht. Das wäre jetzt Verschwendung. Ja, ja, schnell. Auf mich warten wichtige Aufgaben. So. Bei 175 Farm ist das zweitbeste überhaupt. Na, nicht ganz. Ich stimme zu. Lalalala. Schön, wie sie sich auf meine Türme konzentrieren. Bumm. So, das ist der nächste Punkt. Der Mana ist ein bisschen knapp, sehe ich gerade. Hab gar kein Mana für meine Ulti. Ich geh mal weg, ne? Alter, wenn jetzt der Teamfight ihn steht, dann war's das. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Alter, die Riven, die geht ab, ey. Im Vergleich zu unserer Riven ist das ist die mal übelst gut drauf. Ja, im Vergleich zu unserer Riven ist die mal übelst cool drauf, sag ich doch. Okay, jetzt brauche ich das ja noch oben, weil das hat ja auch noch einen aktiven Effekt. Easy. Ja, ne, ich habe in 1913 das Beste. Unsere Riven, das ist die harte. Der gegnerische Individuum wieder aufgebaut. Ey, wir verlieren, weil Riven halt absolut keinen Feed hat. Und wir verlieren das gerade richtig. Merke ich gerade. Oh. Wir verlieren das gerade wirklich richtig. Der Gegner hat einen Turm. Oh, ich hoffe, sie stirbt wenigstens dabei. Ich würde sagen, das ist ein GG. Ja. Das ist ein GG. Verloren. Tja, GG. Ich werde es auf jeden Fall veröffentlichen. War eine Niederlage. Das Team, ihr habt es gesehen, das war katastrophal. Ich habe mit 11-2 gestartet. War vielleicht nicht immer ganz optimal, was ich mit Heim am Ende gerissen habe, da ich halt ein bisschen aggressiv rein bin. Aber das Team, ganz ehrlich, ohne Mist, wenn ich mir die Würfen anschaue. Dann danke dafür, dass du top gehen wolltest, Würfen. Man sieht, du hast wirklich viel drauf. Tja, war normal, kann passieren. Kate snipert da gerade ein bisschen rum. Der Rest spielt ein bisschen. Da drin dann mit seinem Monsterschwert hat nichts gerissen. Einziges, was er hat, ist ein Monsterschwert. Das war's dann aber auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Freunde. Wenn ihr irgendwelche Champs sehen wollt, dann sagt mir Bescheid, gebt mir Bescheid. Ich hätte mir eventuell jetzt auch noch für Heimer ein Guardian Angel holen können, um noch öfter da zu sein. Aber ich denke mal, bei Heimer bringt das nicht besonders viel. Da er ja seine Ulti so schnell nicht wiederbekommt und ansonsten eigentlich nicht unbedingt die Kampfkraft darstellt. Ja, deswegen gehe ich mit Heimer eigentlich nicht auf Guardian Angel. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Adios.